Nee? Okay, aber wir sind immer noch in Deutschland, ne? Freibier! Das weg. Uiuiuiui, es ist aber auch. Wenn man im Frühling ist, ist es viel höher als im Herbst. Das ist unser was? Drittes Auftritt dieses Saisons und das ist ja, langsam geht's. Langsam geht's. Wen? Achso, okay. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Signora, Signore, in ein paar Augenblicken werden wir mit der Show anfangen. Aber noch bevor wir beginnen, die Keulen in die Luft zu schmeißen und Akrobatik zu machen, habe ich eine ganz wichtige Frage. Könnt ihr mich alle gut hören? Ja! Das war ja gar nicht sicher, also eine andere und offensichtlich wichtigere Frage. Könnt ihr alle mein schlechtes tschechisches Deutsch mit holländischem Akzent verstehen? Ja! Okay, das war noch chaotischer. Ganz anders, absolut einfach. Wer Deutsch versteht, Hand hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Let's try it another way then. Who understands my English? Hands up, please. Ah ja, die 7-5 Leute, wundervoll. Whatever. Parlez-vous français, mesdames et messieurs? Ah, scheiße, echt? Ich spreche nämlich kein Wort Französisch, pardon, moi, madame. A Tschechisch habe ich irgendwo hovořil, to už bych si přál asi moc, co? No. Ob ihr Tschechisch spricht? No. Unsere komische Sprache. Fakt, legt ihr jetzt so. Oh, ja, 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 ja. Okay, na dann lassen wir das also doch auf Deutsch. British! No, British. Okay. Die Damen und Herren, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Es gilt nämlich ab diesem Wochenende eine neue EU-Regulation und wir dürfen mit der Show erst dann anfangen, sobald wir 500 Zuschauer in der ersten Reihe haben. Tut mir leid, tschüss. Hey, die gucken jetzt so traurig. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt Werbung machen, vielleicht kommen mehrere Leute. Kunst! Aha, okay, das geht nicht. Anders. Blut und Gedärme! Ja, langsam, ne? Okay, ganz anders. Nackte Mädels! Hast du welche mitgebracht? Ne? Okay, aber wir sind immer noch in Deutschland, ne? Freibier! Das weg. Für den Künstler an der Show! Okay, sollte jemand fragen, seid ihr jetzt 500 Zuschauer in der ersten Reihe, ja? Ja! Plus der Junge ohne Beine. Okay, wir haben noch ein paar Plätze hier zu meiner linken Seite in der ersten, zweiten und dritten Reihe. Also wenn ihr wirklich gut sehen wollt, reitet näher, setzt euch hin. Es lohnt sich, Kinder, die Show dauert circa 5 Stunden. Also wer hat noch nicht gepinkelt? Pech. Gut, dann fangen wir langsam an. Ich komme runter und sobald meine Füße auf dem Boden sind, fängt das Theater an. Und du schickst du uns dann die Fotos und Videos, ja? kudano.de. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Signora, Signori, Sedeti, Sadati, Dame a Panove, meine Damen und Herren. Ihr habt sehr, sehr gut gemacht, heute hierher zu kommen, weil jetzt, hier und nur für euch, wird unsere Gruppe von Wanderzirkusanten aus fernen Tschechien namens Hudadlo ein Theaterstück spielen. Und zwar die berühmteste Tragödie aller Zeiten, Romeo und Julia von William Shakespeare. Und ihr seid jetzt alle sicher gespannt, wer das Ganze für euch spielen wird. Es werden für euch spielen Mr. Screech. Der Starke, der Geschickte, der Gelenkige, als Romeo. Mademoiselle Framboise, bekannt und beliebt von Helsinki bis Rom und von Paris bis Prag, als Giulietta. Il Direttore, der Angeber,
Als Mercutio, Tibalt und Padre Lorenzo. Und wir fangen jetzt die erste Szene mit den Worten von dem unsterblichen Maestro Shakespeare an. Zwei Häuser waren gleich an Würdigkeit hier in Verona, wo die Handlung steckt, durch altem Groll zu neuem Kampf bereit, wo Bürgerblut die Bürgerhand befleckt. Aus dieser Feinde unheilvollem Schoß das Leben zweier Liebender entsprang, die durch ihr unglückseliges Ende bloß im Tod begraben, elterlichen Zank. An die Arbeit! Anziehen, umziehen, vorbereiten! Wir müssen doch die zweite Szene ansagen. Ja. Yeah. Und bevor ich nach oben komme, unterhaltet die Leute. Meine Damen und Herren!
Roland. Okay, das wird offensichtlich nicht funktionieren. Also zeig den Leuten noch mal was, ich werde es anders versuchen. Hier, und wo sind die Leute jetzt? Ach, da. Ha. Okay, das ist offensichtlich auch kein gutes System. Also zeig den Leuten zum dritten Male was und ich komme runter. Falls ich es schaffe. Endlich, meine Damen und Herren, kann ich die zweite Szene ansagen. Eine Szene voller Blut und Gewalt. Eine Szene namens Die Kämpfe in Verona.
Meine Damen und Herren, in diesem Augenblick wird sich das ganze Schicksal unserer Show entscheiden. Wir werden es jetzt nämlich mit dem Mr. Screech hier versuchen, euch ein sehr, sehr schwieriges akrobatisches Trick zu zeigen. Wenn wir es schaffen, werdet ihr alle ausrasten, klatschen, jubeln, Kinder in die Luft schmeißen und die Show goes on. Sollten wir es aber nicht schaffen, was eigentlich viel wahrscheinlicher ist, werdet ihr uns alle anspucken und wir gehen endlich ein Bierchen trinken. Mr. Screech, come back, please. Mr. Screech hier versteht leider nicht viel Deutsch, aber Bierchen, das versteht er zu gut. Nee, nicht Bierchen, Acrobatics. Ja, get ready. Attention. Ab. Nee, meine Damen und Herren, das war natürlich noch nicht das Kunststück. Wir können so ganz einfach stehen. Wir können in dieser Position sogar laufen, wenn wir die Lust dazu haben. Und den Platz. Ui, ui, ui. Das Kunststück kommt erst jetzt. Wollt ihr es sehen? Ja! Hey Leute, das war aber echt schwach. Wollt ihr das Kunststück wirklich sehen? Ja! Hey, Mr. Screech, es haben endlich alle Leute geschrien. Okay, wir machen es. Attenzione. Ab. Mr. Screech, ladies and gentlemen. Und jetzt, meine Herren und vor allem meine Damen, Frauen und Mädchen. Haltet eure Taschentücher bereit. Ihr werdet sie jetzt sicher brauchen. Es folgt jetzt nämlich die romantischste Szene der Geschichte Theaters. Die berühmte Romeo und Julia. Balkonszene. Thank you.
lieben Sie. Ja! Nein, nein. Es ist natürlich gar nicht so einfach, wie es jetzt gerade aussieht. Es folgen jetzt nämlich viele und viele dramatische Wendungen, die Maestro Shakespeare auf 150 Seiten beschrieben hat. Aber ich werde jetzt das Ganze für euch, liebe Kindlein, in 150 Sekunden spielen. Während den Kämpfen in Verona. War Romeos bester Freund Mercutio ermordet. Und Romeo hat dann im Rache den Tybalt getötet. Und musste dann vor der Strafe nach Mantua fliehen. Mantua, habe ich gesagt. Aber auch die Julia hat es gar nicht einfach gehabt. Ihre Eltern wollten sie nämlich von links und von rechts dazu zwingen, jemanden ganz anderen zu heiraten. Das wollte sie natürlich nicht und sie hat sich versteckt. Als sie entdeckt war, musste sie auf den Dach fliehen. Zu den Nachbarn, auf den Boden, sogar in den Keller. Aber sie war dann zum Schluss doch geschnappt. Naja, und jetzt sieht es für die Julia ganz, ganz schlimm aus. Aber Gott sei Dank ist Padre Lorenzo hier, ein Familienfreund und Priester. Alles wird sich jetzt in der vierten, letzten Szene entscheiden.
Nur Dürste am Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint verhüllt vor Weh zuweilen, denn nie verdarben Lieben dennoch so wie diese. Julia und ihr Romeo. Ja genau, meine Damen und Herren, die Tragödie ist zu Ende. Aber das ist gar kein Grund aufzustehen oder sogar wegzulaufen. Ihr werdet jetzt nämlich noch Anbauchancen haben, in die Hände richtig zu klatschen. Es haben für euch nämlich den Romeo und Julia von Meister William Shakespeare gespielt, geworfen und vor allem gehangen. Mademoiselle Framoise! Und alle drei zusammen sind wir Kugadlo aus fernen Tschechien. Dankeschön, danke sehr, wir kommen völlig zu Lerni. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt endlich das Beste für uns. Ja. Meine Damen und Herren, das, was wir hier heute gerade gezeigt haben, macht uns unglaublich viel Spaß. Es ist aber gleichzeitig auch unsere Arbeit und wir verdienen so wirklich unser Tagesbrot. Also wenn euch unsere Show gut gefallen hat, nehmt jetzt bitte 5 Euro aus eurer Portemonnaie, behaltet die für euch selbst und den Rest des Geldes hier in unseren Tuch reinschmeißen. Und Kindlein, vergesst nicht, wenn euch eure Eltern keine 5 Euro für uns geben, heißt das, sie haben euch nicht mehr lieb. Ja. Also, wer wird der Erste, meine Damen und Herren? Kommt zu uns, keine Angst, wir laufen nicht weg. Und wir werden auch auf euch von da hinten und auf euch da von da oben warten. Also kommt zu uns, schmeißt rein. Ah, so ist das richtig, Junge. Beide deine Eltern haben dich lieb. Und wir haben noch etwas für euch, nämlich unsere wunderschöne Kugadlo-Postkartin. Und die könnt ihr bei mir erhalten, auch wenn ihr gar nichts in den Tuch reingeschmissen habt. Da ist ein schönes Bild vorne, unsere Website-Adresse kugadlo.de, .cz und .at funktionieren natürlich auch.